Schon als er ganz klein war, habe ich gemerkt, da ist irgendetwas Besonderes an ihm. Er war nie wie die anderen Kinder. Es war wirklich aufregend und spannend zu beobachten, wie er sich entwickelt. Manchmal war es auch richtig anstrengend. Zu wissen, dass da was in ihm steckt, das nur heraus will, aber niemand erkennt es. In der Schule hat er sich schon immer schwer getan. Wahrscheinlich, weil er das Gefühl hatte, dass er nirgendwo reinpasst. Die meisten Lehrer haben ihn nicht verstanden. Wir waren so in Sorge, wohin es führen soll. Aber dann hat sich Gott sei Dank alles geändert. Und er hat den richtigen Platz gefunden, dort, wo er hingehört.